So, hallo zusammen auf Gedankenfrei zu einem neuen Video. Und zwar stach mir ins Auge Volvo. Volvo hat eine neue Marketingkampagne gestartet. Volvo möchte ihre Fahrzeuge auf 180 km/h drosseln. Ja, super. Warum? Also ich habe mir echt gedacht, wie ich das so gelesen habe, wie ich das gehört habe im Radio, dachte ich mir, warum? Warum zum Henker will Volvo ihre Fahrzeuge auf 180 km/h drosseln? Was macht das für einen Sinn? Ja, ich habe dann einmal weiter nachgebohrt und nachgelesen und geschaut. Und der Marketingchef von Volvo, dem ist wohl eingefallen, hey, ich habe eine geile Idee. Wir wollen, dass kein Mensch, der einen Volvo fährt, stirbt. Ja, geil. Also, ich begrenze mein Auto, meinen Volvo, auf 180 km/h ab nächstes Jahr, dass kein Mensch mehr in einem Volvo stirbt. Da muss ich mich schon fragen, ganz ehrlich, fahr mal mit 180 gegen eine Hausmauer. Fahr mal mit 180 in Gegenverkehr. Da ist es scheißegal, ob das Auto 250 fährt oder 180 fährt. Also den Marketingmanager von Volvo, den möchte ich mal sprechen, weil der scheint es echt drauf zu haben. Aber nachdenken, glaube ich, ist nicht so das Ding von diesem Marketingmanager. Ich meine, Volvo baut wirklich wohl gute Autos. Volvo baut stabile Autos. Und mit so manchen Kleinwagen, wenn man da eine Kollision mit einem Volvo hat, möchte ich nicht in dem Kleinwagen sitzen. Und Volvos gibt's mit starker Motorisierung. Und Volvos gibt's, glaub, bis zu 250 km/h, da sind's dann abgeriegelt. Und jetzt fällt ihnen ein, hey, ab nächstes Jahr macht man Volvos, die fahren bloß noch 180. Ich glaube, ihr werdet viele Autos verkaufen, liebe Volvos. Volvoianer. Für mich ist das total sinnfrei. Also, weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Warum in aller Welt begrenzt man das auf 180? Oder vielleicht ist das wieder so ein Schritt zur Entmündigung der Autofahrer. So wie es bei uns erst letztens angedacht war mit den 130 auf den Autobahnen. Die totale Entmündigung. Ich meine, man kann sowieso nirgends mehr recht viel schneller fahren als wie 80, 100. Ich fahre jetzt gerade mit 60 hier auf der Landstraße dahin, weil diese Flughafentangente zum Beispiel hier, die ist, glaube ich, nie für den Fernverkehr ausgelegt gewesen. Und jetzt wird er nur noch vom Fernverkehr genutzt. Jetzt fährt man halt hier auf einer pro Fahrspur einspurigen Strecke, da wo immer eine durchgezogene Linie ist. Es gibt zwei Stellen auf diesen 20 Kilometern, da darf man überholen für 500 Meter. Und da fährt man jetzt da hinterher. Okay, in dem Sinn muss man sagen, ist okay, Volvo, aber dann braucht es ja keine Autos mehr bauen, die wo bis 180 gehen, dann könnt ihr Autos bauen, die wo bis 100 gehen. Spart euch einen Haufen Geld, weil dann braucht es bloß noch irgendeinen kleinen Zweizylindermotor einbauen oder so. Keine Ahnung. Es ist sowieso total sinnfrei. Man kann doch sowieso nirgends mehr richtig gescheit Gas geben. Aber bitte, wo man noch Gas geben kann, und wenn es denn die Menschen mögen, also wenn die mal Gas geben mögen, dann soll man ihnen doch die Freiheit lassen. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch weniger stirbt oder ein Mensch mehr stirbt, weil ein paar Volvos bloß nur 180 laufen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wie man merkt, also ich habe das totale Unverständnis. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Volvo diesen Schritt geht und ab nächstes Jahr alle neu gebauten Fahrzeuge auf 180 drosseln möchte. Aber gut, vielleicht, ihr seid vielleicht besser informiert. Erklärt es mir. Wenn ihr sagt, ja, das macht Sinn, dann kommentiert doch einfach das Video. Dann sagt, es macht Sinn, weil. Und ja, also ich möchte es wirklich wissen. Und ich möchte eure Meinung dazu wissen.
Warum macht man sowas? Warum geht man als Automobilhersteller, der wo eigentlich richtig gute Autos baut, diesen Schritt und sagt, ich drossel jedes Auto auf 180? Also es kann nicht der Grund sein, dass kein Mensch mehr in Volvo stirbt oder verletzt wird oder was auch immer, was sich der Marketing-Affe da eifern lässt. Aber okay, vielleicht könnt ihr es ihr mir erklären. Haut es unten in die Kommentare rein. Schreibt sinnvolle Kommentare. Vielleicht habe ich da irgend so einen Blickwinkel noch nicht ganz begriffen. Ist ja durchaus möglich. Ich meine, ich kapiere auch nicht immer alles und vielleicht ist es eben eines dieser Dinge, warum das die begrenzen. Ja, das ist ein kurzes Video. Passt soweit, hoffe ich. Mir ist es nicht klar, warum Volvo begrenzt. Vielleicht ist es euch klar. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal, gedankenfrei. Glocke drücken nicht vergessen, wie immer. Wenn ihr andere Videos sehen möchtet, wenn ihr Fahrzeugvideos andere sehen möchtet, schaut in die Playlist Cars & More. Und ja, in diesem Sinne, unfallfreie Fahrt. Und jetzt spinnt gerade mein Autofokus, aber ist okay, jetzt hat er sie wieder. Gut, tut mir leid, dass mein Autofokus jetzt da gerade irgendwelche Zicken gemacht hat, aber in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus zusammen.